Bei der zweiten Pressekonferenz zum EVO Fußballfamilienfest verrieten die Veranstalter und Organisatoren schon einige Programm-Highlights, die nicht nur für Familien interessant sind, sondern auch das RWO-Fanherz höher schlagen lassen. Darüber hinaus wurden auch die Ergebnisse der König-Pilsener Stadtauswahl bekannt gegeben, die nun die Chance hat, sich gegen Rot-Weiß-Oberhausen zu beweisen. Die Ergebnisse des Online-Votings lauten wie folgt. Fürs Tor: Mohamed Abdul Halim, Efe Özkan. In der Abwehr: Dennis Pawelek, Nick Buchwald, Chris Evans-Piritz, Christian Migiertz, Marcel Bayer, Mats Müller, Dennis Strafen. Im Mittelfeld: Sascha Möllmann, Joel Beiran, André Peters, Philipp Bauer, Tim Blanke, Joel Goldberg. Im Sturm: David Möllmann, Jeremy Ulrich, Tobias Hauner, Tom Mattern, Sandro Garcia Melian. Auf der Trainerbank: Ümit Ertural, Christoph Tapinos. Das, was da zusammenkommen ist, ist, glaube ich, eine bunte Mischung aus ganz Oberhausen. 10 Vereine haben sich beteiligt. Das ist schon mal ein ziemlich guter Anfang. Es sind Namen dabei, die sind Legenden. Es sind Namen dabei, die sind 19 und werden noch Legenden in Oberhausen werden. Wir hatten in einer Expertenjury mit diversen ehemaligen, teils noch aktiven Fußballern schon mal eine kleine Vorabberatung und Vorabauswahl getroffen und freuen uns, dass die Wahl, die die Wähler getroffen haben, tatsächlich die ist, die sich auch mit unseren Ansichten weitgehend in Übereinstimmung bringen lässt. Wir sind mit dem Ergebnis des Votings für die Stadtauswahl sehr zufrieden. Wir haben gesehen, es haben sich annähernd 7000 Bürgerinnen und Bürger aus Oberhausen beteiligt. Ich finde, das ist ein sehr gutes Ergebnis. Und ich denke, wir werden da ein sehr gutes Spiel zu sehen bekommen zwischen dem neuen RWO-Kader auf der einen Seite und der König-Pilsener Stadtauswahl Oberhausen, die dann am zweiten Tag unseres Fußballfamilienfestes gegeneinander antreten werden. Tja, Nacht der Helden. Wir freuen uns alle wirklich riesig auf dieses Event. Wir gegen Erfurt. Wie damals, also vor 10 Jahren, jetzt nur in anders. Also die Traditionsmannschaft von Erfurt gegen die Helden von Oberhausen aus dem Jahre 2008. Es gibt tatsächlich noch Original-Autogrammkarten von damals. Wer keine Chance hatte, damals eine zu bekommen. Wir haben uns alle ein bisschen verändert. Ich hoffe, mich erkennt man dann auch noch. Ich hatte noch ein paar mehr Haare auf dem Kopf. Ich hoffe, wir sehen uns dann im Stadion.